Also manchmal rede ich mich ein bisschen aus mit, ich studiere Stadtsoziologie, weil ich das Gefühl habe, die Leute können halbwegs was damit anfangen. Ich habe es tausendfach versucht, habe immer wieder versucht, neue, andere Anschauungen dafür zu finden. Angewandte Kulturanthropologie, vielleicht die Wissenschaft über die Alltagstechniken. Dieses effektiv wissenschaftliche Arbeiten, aber mit Dingen, die uns permanent umgeben. Der Blick auf Stadt, Geschichte, Philosophie, Soziologie, also wirklich interdisziplinär. Man kann hier sehr gut lernen zu denken. Das Besondere an der HCU ist, dass sie eine thematisch fokussierte Universität ist. Wir beschäftigen uns mit Metropolenentwicklung und Baukunst. Die HCU ist eigentlich eine technisch orientierte Universität. Wir bilden Architekten, Ingenieure und so weiter aus. Aber wir haben auch einen kulturwissenschaftlichen Studiengang, nämlich Kultur der Metropole. Der Studiengang Kultur der Metropole ist ein Studiengang, der Kulturwissenschaften und künstlerisch-kulturelles Arbeiten zusammenbringt in Auseinandersetzung mit Stadt und mit Stadtkultur. Wir erforschen Stadt mit Methoden aus ganz unterschiedlichen Bereichen. Und so vielfältig wie eben dieser Kulturbegriff ist, so vielfältig ist auch Kultur der Metropole. Wir drehen einen dokumentarischen Essayfilm über das Hafenmuseum und wir haben geforscht im Prinzip, haben uns mit Leuten unterhalten, qualitative Interviews geführt. Es wird nicht nur gemacht und verschwindet dann irgendwo, sondern es wird ein Film und den kann man sich dann anschauen und das ist für mich einfach ein echt tolles Gefühl. Das Studium Kultur der Metropole ist ein dreijähriger BA, der in den ersten Jahren jeweils einjährige Studienprojekte hat, begleitet von Theorieseminaren, der von Beginn an großen Praxisbezug hat, der im fünften Semester in ein Praktikum mündet und schließlich mit einer BA-Arbeit abgeschlossen wird. Ich glaube, einzigartig an unserem Studiengang ist die konsequente Verknüpfung von Theorie, künstlerischer, kultureller Arbeit und Praxis. Unsere Absolventen haben Schnittstellenkompetenzen, das heißt, sie können sehr gut kommunizieren und sie können sich in unterschiedliche Perspektiven hineindenken. Und das ist etwas, das man heute im Bereich der Stadtentwicklung ganz dringend benötigt. Egal, was wir machen, welche Methoden wir anwenden, uns wird immer nahegelegt, dass man alles reflektieren muss, seine eigene Rolle als Forscher im Feld. Das finde ich eigentlich gut, dass man so eine kritische Einstellung mitbekommt. Wir werden unglaublich viel zum Reflektieren angeregt. Also das Erste, was wir uns fragen, wenn wir künstlerisch arbeiten, ist, welche Theorie liegt dem zugrunde? Aber irgendwie sehe ich diese Theorie eher als Futter. Die ganzen Einflüsse zu hören, warum überhaupt irgendwas so gemacht wird, wie es ist, das ist total spannend. Auch von der politischen Seite in unserem Fall auch mal zu denken, von der philosophischen Seite das Ganze zu denken. Das gibt einem einfach so viel Vielfalt, so viel Denkmöglichkeiten und befreit einen auf eine gewisse Art und Weise auf jeden Fall, denke ich. Also es ist ja immer dieses Zwischen-etwas, ne? Zwischen Kunst und Wissenschaft. Und das, was draufsteht, ist, glaube ich, die Wissenschaft und das, was wir machen, ist die Kunst. So kann man das verstehen. Absolventinnen von Kultur der Metropole agieren anders in der Stadt, weil sie interdisziplinär ausgebildet wurden. Wir alle werden immer mehr in Berufen oder Berufsfeldern agieren, die nicht mehr klar benannt werden. Und ich glaube, dass vor allem das Thema Stadt eben genau solche Leute braucht, die in diesen verschiedenen Feldern agieren können. Das Ziel ist, anders und neu über Stadt nachzudenken. Ich möchte auf jeden Fall Teil dieses urbanen Prozesses sein, dass sich Menschen wirklich in der Stadt zusammenfinden. Die Stadt ist einfach das, was am meisten wächst. Also mehr als die Hälfte der Menschheit lebt ja schon in Städten. Und ich denke, das ist eins der großen Themenfelder der Zukunft. Das qualifiziert mich insofern, weil ich glaube, man kann hier ganz tolle Netzwerke schließen. Wo sind die Orte? Wo sind die Menschen, mit denen ich reden muss? Damit ich was selber bewegen kann, damit ich Menschen finde, die auch Bock haben, irgendwie was zu machen. Je mehr ich bei KDM gelernt habe, desto mehr habe ich gemerkt, wie wichtig die Stadt doch ist. Und auch, dass halt mit all den Modulen, die das Studium umfasst, mein Blick immer schärfer wird und ich mir auch immer mehr der Tatsache bewusst werde, dass das richtig ist, was wir hier machen.